Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mario Kart 7. Leider gibt es das Problem, dass mir die Audiospur verrutscht ist. Und also so wie das Commentary. Und jetzt musste ich das Commentary und die Audio meiner Kamera aufnehmen. Und da meine Kamera nur gut filmen kann und nicht eine gute Audio erzielen kann, muss ich leider den Part nachkommentieren. Zeit geht ziemlich viel schiefer bei meinen Videos, die ich drehe. Deswegen tut mir leid. Weiß nicht, was zur Zeit drin ist. Los ist. Und ja. Wir sind. Also, ich habe mich zuerst mal hier vertan. Ich war am Zeitfahren. Das war natürlich wieder sehr professionell. Und wir sind den Sternen-Cup gefahren. Ob es für die drei Sterne gereicht hat und ob wir überhaupt 40 Punkte erzielen konnten. Das sehen wir, ja, jetzt. Die erste Strecke, die wir gefahren sind, besser gesagt ich, war Röhrenraserei. Übrigens, ihr hört wahrscheinlich das eh, aber ich sag's jetzt nochmal, ich habe jetzt die Musik, die ihr im Hintergrund hört, einfach, ja, separat eingefügt. Denn natürlich, die Soundqualität des Videos war natürlich extrem schlecht auch. Und ich wurde gleich mal geowned von, weiß gar nicht, es war eine Grüne, glaube ich. Auf jeden Fall, ja, schon mal gut angefangen. Hat schon mal gut angefangen. Ja. Natürlich kommt es jetzt nicht mehr so. Was das war, weiß ich nicht. Natürlich kommt es jetzt nicht mehr so live rüber. Ist ja auch nachkommentiert, ist ja ganz klar. Aber ich hoffe dennoch, dass ihr euch den Part ansehen werdet. Und ja. Wie gesagt, weiß ich nicht, was da jetzt los war, warum ich da jetzt runtergefallen bin. Hat der Sprungknopf nicht funktioniert. Ja, die Bananen waren hier sehr tückisch. Und man befürchtet natürlich immer, wenn man Erster ist, dass einem eine rote trifft oder dass ein Stachi kommt. Ja. Ob das hier auch so war, das sehen wir ja. Ja, schön an den Gumbas vorbei gedriftet. Also generell kann man sagen, in dem Part habe ich nicht viele Fehler gemacht. Also ich bin wirklich solide gefahren. Und ja, gut. Hier ist der bei der Röhrenraserei, ihr seht es ja eben, so wie ich fahre. Vielleicht könnt ihr euch die Strategie, sage ich mal, einprägen. So wie ich fahre, also die Strecke kann ich generell nicht so gut, Röhrenraserei. Muss man auch dazu sagen. Aber hier bin ich sie ganz in Ordnung gefahren. Wie gesagt, der Skill war durchaus vorhanden. Und in der letzten Runde hat man natürlich immer die Befürchtung, dass ein Stachel kommt. Oder dass eben eine Rote kommt. Ich war, glaube ich, auch nicht so weit entfernt. Entschuldigung. Ja, musste kurz rülpsen. Und hier war ein Pilz auf der Strecke, den habe ich einfach jetzt mal genommen. Denn ich meinte ja, dass ich nur Items von den Itemboxen nicht aufs, also hernehmen darf. Und im 150er Cup, ja, das war Betrug. Und im 150er Cup, ja, durfte ich ein Item hernehmen. Aber ich habe deswegen auch den Stern bei Blätterwald, glaube ich, war es, oder einen Pilz aufgenommen. Aber wir sind Erste geworden in Röhrenraserei. Also ich habe es auch im Park gesagt, dass ich sehr erleichtert bin, dass ich da Erste wurde. Denn die Strecke, die kann ich meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Vielleicht können wir, also ich komme hier nochmal bei Cooper Großstoffieber drauf zu sprechen. Jetzt kommen wir zuerst mal Varios Galionenwrack. Das mit dem KZ eigentlich nicht so gut zu fahren ist. Also mit so Holzrädern und einem leichten KZ ist diese Strecke perfekt. Aber generell Unterwasserstrecken. Aber mit so einem KZ musst du da schon ein bisschen skilliger unterwegs sein. Was mir wie gesagt auch ja, gelungen ist in dem Part. Klar gab es ein paar Kleinigkeiten, die man sagen könnte, ja, hätte ich besser machen können, aber ich musste ja, ihr dürft ja nicht vergessen, dass ich anders spielen muss, also ich, ja, anders positioniert spielen, und da ist es natürlich auch etwas, ja, schwieriger. Sehr wichtig immer, einen guten Start zu haben, vor allem wenn ich die Challenge habe. Habt ihr keinen guten Start, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus, denn wenn ihr keinen guten Start habt, dann seid ihr schon mal 6. oder 7. und ihr müsst ja auf die erste Position fahren, aber ich darf ja kein Item nehmen. Wenn ich jetzt das 7. Stern bekomme, darf ich das ja, wie gesagt, nicht benutzen.
Und da dann nach vorn zu kommen, das ist sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du Siebter bist und der Sechste hat, oder der Fünfte hat, drei Rote. Dann musst du warten, bis der die drei Roten abgeschossen hat. Oder wenn du nicht aufpasst, fährst du nach vorn und wirst gleich wieder getroffen. Dann bist du wieder an siebter Stelle und musst wieder dich vorkämpfen. Und wirst du dann noch von... Was? Weiß ich gar nicht, was das jetzt war. Ich glaube, das war eine Rote. Hab nicht aufgepasst. Wenn du dann wieder getroffen wirst, ja, dann bist du wieder Siebter und dann ist schon, sind schon zwei Runden vorbei. Und du musst ja schon mindestens eine Runde Erste lang sein, damit du die drei Sterne hast. Also einen Fehlstart darf ich mir auf keinen Fall leisten. Hatte ich hier in diesem Part auch nicht. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Spoiler. Hier hatte ich einen kleinen Fehler. Also in der dritten Runde bin ich sehr schlecht gefahren. Muss auch nochmal dazu sagen, dass es Spiegel ist. Also ich bin mit Spiegelstrecken eigentlich schon gut vertraut, aber ja, ab und zu, ja, man fährt halt 90% nicht Spiegel und dann, wenn man Spiegel fährt, kann man sich da schon mal vertun. Hier auf aufpassen, ich bin fast rangefahren bei den Krabben zum Schluss. Das ist auch random, ob die immer auftaucht oder nicht, denke ich. Weil manchmal sind sie da, manchmal sind sie einfach mal nicht da. Und ja, auch hier wurde ich Erster. Bis jetzt sieht es sehr, sehr, sehr gut aus. Ihr seht, es kam kein Stachel oder es sind keine Rote gekommen. Ich weiß nicht, was mich da getroffen hat. Ich glaube, es war eine Rote. Jeden Fall hatte ich jetzt schon mal Glück. Ganz klar, wenn man so eine Challenge fährt, braucht man auch Glück. Man ist vom Glück abhängig. Denn du hast ja kein Item, das dich schützt und so. Ja, ist halt blöd. Und hier bei Cooper Großstofffieber frage ich euch Pros, also die auch sehr, sehr gute Mario Kart sind. Vor allem einen kenne ich ja, der hat mir auch schon bei Marios Piste Tipps gegeben. Ja, ich hoffe, du siehst den Part und kannst mir sagen, wie man an dieser Stelle, jetzt an dieser Stelle, einen roten Drift bekommt. Also, ich schaffe das manchmal, aber meistens schaffe ich das nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also, das ist ganz klar. Hier solltet ihr nicht ganz so innen fahren, sondern so, ja, ihr solltet auch ein bisschen weiter außen fahren. Gehe ich in der zweiten Runde nochmal drauf ein. Sonst kommt ihr raus und seid dann auf einmal bei der letzten Kurve total draußen. Hier solltet ihr am Boden bleiben und hier nochmal einen blauen Drift mitnehmen. Habt ihr jetzt nicht geklappt und dann ganz einfach den linken Türpad reingedrückt halten. Ihr fährt dann meistens nicht in die Bande. Also hier einen roten Drift zu erreichen, ist ja ganz logisch. Aber dann hier nochmal einen roten Drift zu erreichen, das schaffe ich meistens nicht. Das ist etwas, ja, blöd. Hier solltet ihr, wie gesagt, nicht ganz innen driften, sondern ein bisschen Abstand auch lassen, sonst schafft ihr die letzte Kurve nicht. So, das war jetzt optimal. Ja, das gehe ich in der dritten Runde nochmal drauf ein. Hier bei den Kurven ganz dicht zweimal den roten Boost erreichen, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall wichtig. Hier den blauen Drift, wie gesagt. Hier ganz knapp um die Kurve. Hier solltet ihr springen und dann gleich wieder zum Drift ansetzen. Rechts, links, nochmal Drift. Was hier los war, weiß ich nicht. Da war ich einfach schon zu sicher und habe nicht aufgepasst. Hier, wie gesagt, einen roten Drift. Normalerweise, ich schaffe den nicht. 2 Minuten müssen wir einnehmen. Hier, wie gesagt, nicht ganz so nach innen driften, bis die letzte Kurve schafft. Und dann nach der Kurve einfach springen, dann springt ihr alleine Richtung Pfütze. Eigentlich müsste man rechts neben der Pfütze noch vorbeifahren. Ich bin jetzt schon vorbei. Und ja, dann seid ihr die Strecke eigentlich perfekt gefahren. Es gibt auch noch einen Glitch bei der Strecke, aber ja, darauf kann ich ja mal, kann ja mal im Zeitfahren so eingehen. Zeitfahr-Videos werden vielleicht wieder kommen bald. Je nach Lust und Laune. Aber auch hier kein Stachy, keine Rote. Erster. Und dann kam Wuhu Bergland. Die Strecke, die ich sehr, sehr hasse eigentlich. Was heißt hasse? Durch den Glitch damals bin ich halt die Strecke nur mit Glitch gefahren und konnte sie so nicht. Mittlerweile hat sich das geändert. Ich kann die Strecke schon ein bisschen. Aber auch hier wieder ist ein Expertenrat, ja, euer Expertenrat gefragt. Ich bin der Marek halt nicht so. Ja, gut bin ich schon, würde ich sagen. Kann man schon mal sagen von sich selbst, aber ich bin nicht perfekt. Wenn man perfekt fährt, ja, dann hier. Also hier erst einmal. Ich denke, das mache ich soweit ganz gut. Es geht noch ein bisschen schneller, aber das übe ich noch. Also wie gesagt, ich bin in Mario Kart 7 nicht so gut. Also ich bin
gut, aber nicht perfekt. Ich kann auch ein paar Strecken gar nicht. Also so, wie man sie fahren sollte. Hier gibt es durchaus einige Strecken, die ich sehr, sehr gut beherrsche. Wo ich auch, hier sollte ich nicht in Matsch reinfahren. Wo ich behaupten kann, ja, da kann ich mit den Leuten, die 99.099 Rennfahrpunkte haben, mithalten. Also, ja. Spielmodus bei dieser einen Stelle hier. Die Abkürzung. Was war da los? Ah ja, da hatte Luigi einen roten. Musste ihn vorlassen, dass er ihn zurückschießt. Dann hatte ich Glück, dass er auch noch hier reinfährt. Lol. Das Glück war bei dieser Strecke auf meiner Seite. Aber jetzt kommt die von mir meistgehasste Stelle im Wu-Bergland. In der Luft. Wenn du in der Luft bist, das waren sehr, sehr dramatische Sekunden jetzt, denn es kam Blitz. Der hatte einen Blitz und ich, seht ihr, ich habe schon ein bisschen drunter gelenkt, in der Hoffnung, dass er ihn einsetzt, aber er hat ihn nicht eingesetzt, er hat extrem lange damit gewartet. Und rechts neben mir waren unglaublich viele Leute. Und jetzt seht ihr, ob ich wirklich Erster geworden bin. Es war sehr, 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 sehr eng. Seht ihr, wie ich hier springe? Ich bin nervös, aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, das waren Millimeter. Den Vorsprung hatte. Auch die letzte Passage in dieser Strecke kann ich nicht gut, deswegen holten die Computer gegen extrem auf. Also es waren wirklich nicht viele Meter, die ich vorne war. Aber hat es für die 3 Sterne gereicht? Es hat für die 3 Sterne gereicht. Sieht man das übrigens hier überhaupt im Video? Sieht man das hier überhaupt im Video? Das ist hier die Frage. Habe ich das überhaupt mit aufgenommen? Also, ich schaue mir das Video an und kommentiere es danach, aber gut. Naja. Das Video ist bereits zu Ende, aber ich will mich natürlich noch verabschieden. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. Gut. Also, ich hoffe, ihr könnt es verstehen, dass zurzeit viele technische Probleme sind. Ich habe zurzeit auch nicht so wirklich Laune, Bock. Also, klar, auf Videos habe ich immer Bock, aber ich meine, privat ist bei mir die Stimmung eher auf den Tiefpunkt angelangt. Deswegen, ja, mache ich auch kleine Leichtsinnsfehler. Bitte entschuldigt das. Im nächsten Part hoffentlich wird wieder alles in Ordnung sein. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nintendog.